Week 6 der laufenden AFL-Saison gipfelte im ORF-Live-Spiel zwischen den Thatcher Vikings und den Projekt Spielberg Graz Giants. Die Zuseher im Footballzentrum Ravelin in Wien erwartete am Samstagnachmittag im Rahmen der 22. von den Vikings organisierten Charity Bowl ein spannungsgeladenes Duell. Denn das erste AFL-Aufeinandertreffen der Saison zwischen diesen beiden Teams blieb bis in die Overtime ein Thriller, den die Wiener in Graz schlussendlich denkbar knapp mit 42:35 für sich entscheiden konnten. Während die Vikings mit einem Sieg die Fixierung des Playoff-Heimrechts vor Augen hatten, waren die Giants logischerweise auf Revanche aus und brannten daher auf ihren dritten Saisonsieg. Vor Kickoff überreichten Vikings-Präsident Karl Wurm und Velo Austria-Projektleiter André Kruse aber Charity Bowl gemäß Licht ins Dunkel noch einen Scheck in der Höhe von 4.500 Euro. Aber kommen wir zum Sportlichen. Für die Giants, die seit Woche 3 auf das bis dato definitiv nicht unerfolgreiche Coach-Duo Gorsak-Schönet vertrauen, hier im Bild übrigens Offensive Coordinator Daniel Schönet, begann die Partie äußerst vielversprechend. Der erste Run des Tages, direkt nach Vikings Kickoff, geht gleich einmal dahin. US-Import Darrell Adams mit einem Return über genau 50 Yards. Ein starker Beginn aus Sicht der Giants. Wenig später dann der erste Drive der Vikings. Ihnen misslingt der Snap beim vierten Versuch völlig. Panther Dennis Tasic gerät unter Druck, versucht den Ball noch irgendwie wegzukicken, doch die Giants Defense ist zur Stelle. Defensive Back Stefan Promitzer hechtet in der Endzone zum Ball und sorgt damit für die frühe Führung zugunsten der Giants. Sie zeigten damit, dass mit ihnen trotz eines frühen Headcoach-Wechsels in dieser Saison definitiv nicht zu spaßen ist. Hier nochmal der Puntversuch von Tasic wird ideal geblockt von den Grazern und Stefan Promitzer begräbt den Ball unter seinen Händen. Die Vikings schlugen aber schon kurz darauf bestmöglich zurück. Gleich im nächsten Drive kämpften sich die Wiener kontinuierlich voran und kommen durch diesen Wurf von Quarterback Austin Salem auf Wide Receiver Daniel Schwarm ebenso zu ihrem ersten Touchdown. Ein perfekter Pass von Salem. Schwarm fängt diesen Ball. Ausgleich 7:7. Die Giants nun wieder am Zug, aber ebenso wie die Vikings mit kleinen Patzern. Gleich in zwei Spielzügen hintereinander kommt der Football nur schwer, beziehungsweise wie in dieser Szene gar nicht zu Quarterback Connor Miller. Ein Turnover war die logische Folge. Die Vikings konnten zwar nicht gleich danach, aber kurz nach Beginn des zweiten Quarters wieder aufzeigen. Austin Salem beweist bei diesem Pass auf Touchdown-Scorer Daniel Schwarm Feingefühl. Der Wide Receiver ist daraufhin auf und davon. Insgesamt 72 Yards läuft der Österreicher nach seinem Catch noch und liefert so die ideale Vorlage für die nächste Szene. In dieser wird er nach Pass von Quarterback Austin Salem einfach wieder zum Touchdown-Scorer aus Sicht der Vikings. Man könnte sagen, Touchdown vorbereitet durch Daniel Schwarm, Touchdown erzielt durch Daniel Schwarm, schwarmtastisch. Schwarm hier am rechten Bildrand läuft sich schön frei, Salem mit dem hohen Wurf auf seinen österreichischen Wide Receiver. Schwarm fängt den Ball in der Endzone, Touchdown Vikings. Es war die stärkste Phase der Wikinger in diesem Spiel, die gleich wieder am Zug waren. Und schaut genau hin, nein, Quarterback Austin Salem steht nicht falsch. Er wird kurzfristig zum Wide Receiver umfunktioniert und fängt diesen Pass von Backup Quarterback Nico Ruder. In der Wiederholung sehen wir, Salem antizipiert den Pass perfekt und setzt sich gleich gegen zwei Grazer durch. Damit ging es mit einer 21:7 Führung zugunsten der Vikings in die Halftime. Und was darf bei einer Charity Bowl natürlich nicht fehlen? Richtig, die passende Musik zur Halftime. Die lieferte am Samstag die österreichische Band King and Potter. Rein in Hälfte 2. Und obwohl die Grazer durch diesen Safety dank eines abermals missglückten Snaps der Vikings auf 9:21 verkürzten, begann der zweite Abschnitt aus Sicht der Steirer denkbar schlecht. Defensive Tackle Konstantin Kerngast verletzte sich beim Kickoff am Bein und musste mit der Trage abtransportiert werden. Gute Besserung an dieser Stelle von uns. Dann war es eine Zeit lang ruhig. Kurz vor Ende des dritten Quarters vergrößerten die Vikings jedoch abermals ihre Führung.
Quarterback Salem mit dem Complete Pass auf Maurice Wappel zum 28:9. Es folgt die möglicherweise ausschlaggebende Szene aus Sicht der Giants, weshalb keine Aufholjagd mehr gestartet werden konnte. Eigentlich fängt Giants-Spieler Stefan Promitzer hier den Pass von Quarterback Salem und sorgt damit für eine Interception, verliert den Ball aber direkt wieder. Rudolf Fabian frei von den Vikings schaltet am schnellsten und recovert den Ball. Die Vikings blieben somit im Ballbesitz. Bitte aus Sicht der Giants wäre man hier doch zumindest erneut in Ballbesitz gekommen. Die Vikings setzten ihren Drive also fort und kamen zum nächsten Touchdown. Und wieder war es Quarterback, oder sollte ich mittlerweile sagen, Wide Receiver Easton Salem. Die Connection zwischen ihm und Luxus-Backup-Quarterback Nico Ruder passt auf alle Fälle. Es war Salems zweiter Receiving-Touchdown des Spiels und Ruders zweiter geworfener. Auch der nächste Score gehörte den Vikings. Diesmal Salem wieder in der Position des Quarterbacks mit dem Pass auf Wide Receiver Raul Ruder, übrigens Bruder von Quarterback Nico, zum 41:9. Den Spannungsbogen schlossen die Grazer. Ihnen gehörte schon die erste Szene des Spiels und jetzt auch die letzte. Was für ein genialer Run, den ihr hier von Import und übrigens Temptation Island Teilnehmer Juwan Haynes sieht. Mit der scheinbar extra Portion Motivation aus Amerika läuft Haynes allen davon und setzte damit den genialen Schlusspunkt dieser dann doch eher einseitigen Partie. Die Vikings blieben somit weiterhin ungeschlagen und fixierten damit auch das Heimrecht im Playoff, das voraussichtlich am 17. Juli über die Bühne gehen wird. Sie könnten aber noch von den Swaco Raiders Tirol von Platz 1 in der Tabelle verdrängt werden. Die Tiroler setzten sich ebenfalls am Samstag gegen die SsangYong Danube Dragons mit 24:7 durch und lauern hinter den Vikings mit einem Spiel weniger auf Platz 2. Parallel zum Raiders-Sieg gewannen auch die Prag Black Panthers. Sie bezwangen die Mödling Rangers mit 21:14 und feierten damit den zweiten Sieg in Serie. Zwei Spieltage stehen in der Regular Season noch an, für die Teams wird es also langsam ernst. Week 7 und damit die vorletzte Runde steht am Wochenende des 19. und 20. Juni unter anderem mit dem Gipfeltreffen zwischen den Swaco Raiders Tirol und den Thatcher Vikings auf dem Programm. Bis dahin, brav bleiben